So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Morrowind, ich bin gerade am Überlegen, wo ich hier war. Das war doch die. Genau, die Ratte im Topf hier ist doch dieser Tongtoad. Den ich doch umbratzen sollte. So, ich muss hier gerade mal ein paar Gegenstände sortieren und außerdem will ich gar nicht hier hin, sondern ich wollte zu meinem Journal, genau. Ich bin hier jetzt in Altruhn. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Tagebuch ziemlich bescheuert finde? Tongtoad. In Altruhn, genau. So. Dann gehe ich doch da mal rein. Ladebildschirm. Hui. Schick schaut's hier aus. Muss ich schon sagen. Sehr schick. Ein What is this about? What do you want? Sadoro, Narili Sadoro. Kommt mir irgendwie bekannt vor. You may speak. Erstmal nicht. So. Tien Lan. Skanda. Friend. I greet you as a friend. Das ist. You suffer from wounds. Ja, es geht. Halb so wild. Esotrill. Greetings. Hallo. Ja, ich bin Tongtoad. Erzähl mir doch mal was über deinen Hintergrund. Ich bin in der Gilde. In welcher Gilde bist denn du? Das ist schlimm, weißt du? Das ist, T-T-T Thieves Guild. Okay. Ich soll dich kurz. Ich bin versucht zu speichern. Ich speichere mal. Speicherbildschirm. Hi. Ah, okay. Kämpfergilde. Bekleider, was ist mit den Klingen? Ich kann ihn quasi jetzt töten. Will ich aber gar nicht. Will ich aber gar nicht. Will ich aber echt nicht. Irgendwie habe ich das nicht mitgekriegt, dass ich quasi einen Auftrag von der Kämpfergilde habe, ihn umzubringen. Also klar, ich habe den Auftrag gekriegt, ihn ihm zum Schweigen zu bringen. Dass es eigentlich bedeutet, umzubringen, ist auch klar. Aber mir war nicht klar, dass der Auftrag von der Kämpfergilde kommt. Außerdem. Diebesgilde, ich bin auch in der Gilde. Ich finde das ein bisschen ätzend. Ich finde es echt ätzend, dass die ganzen Gilden quasi gegeneinander konkurrieren. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach wieder raus. Ihr könnt mich alle mal. Ihr mit euren blöden Kriegen. Ich gehe in die Natur. Da ist wenigstens Ruhe.
So ein Schwachfug. Meine Hand. So. Da ist dieser riesige Tempel. Da kann man doch sicher links oder rechts oder irgendwie oder überhaupt und sowieso dran vorbei. So, da, genau. Das ist echt ein Riesentempel. Hey, Halleluja. Das ist vielleicht sogar ein Viech, hä? Da kann man sogar hoch. Das Schwert ist echt gut. Fällt er einfach durch das Dach durch, der Depp. Ich wollte doch seine Sachen mitnehmen. Naja. So, gehen wir mal auf die Welt und schauen uns mal... Ach, da bin ich. Legionen fort. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, da gehe ich nicht hin, sonst komme ich da vielleicht nie wieder raus. Sag mal. 7:35. 7:42. So. So. Hier lebt irgendein großes Viech. Und das ist es nicht. Ein mystisches Land. So. Darf ich jetzt vielleicht dieses Mal... Danke. Na? Irgendein Vieh schreit hier gewaltig. So, ich wollte es mal angucken. Das macht einen Mindestschaden von 4 und geht bis 14. So, und das hier macht 2 bis 4. Ist ja gar nichts. 2 bis 13. 1 bis 8. Das hier wäre noch gut. Aber das kann ich ja eigentlich... Also das kann ich verkaufen. Das hier kann man drüber diskutieren. Kann man auch drüber diskutieren. Aber das... Komm, das wird verkauft. Und was ist das hier? Ein Stahleisenschwert. Giftig. Das macht aber auch, ja, das kann, muss aber nicht. So, was ist denn das? Das hier sind, ja. Das ist ein Eisenpfeil, das ist ein Eisenpfeil. So, wieso auch immer der jetzt einzeln da rumhing. Was sind denn das für Eisenbolzen? So, die Dinger hier, die wollte ich ja, glaube ich, verkaufen. Ach, das sind die der blinden Flucht. Ach, verdammt. Ich wollte ja auch wissen, ob die eine vielleicht nicht doch irgendwie eine Kriminelle ist. Wird die nicht irgendwo gesucht? So. Ha! Der hat noch den Bolzen. Perfekt.
So, wir gehen hier wieder runter und hoffentlich auf irgendwelche Wege. So wie es sein soll. Ah, komm her. Trau dich. Hier ist irgendein großes Viech. Das ganz gewaltig Lärm macht. Und hier geht's nicht weiter. Das sieht alles so gleich aus, alles. Irgendwie. So, bist du friedlich? Ich glaube, ich schlafe hier mal eine Runde, bis ich geheilt bin. Wieder mal ein Frosch im Hals. Ja, immer die billigen Ausreden dafür, dass man nicht singen kann, ne? Ah, da oben ist schon wieder so ein Nixhund. Treff den Ton gerade nicht, das ist nicht schön. Bin ja auch genau vor seiner Fresse lang geschlichen. Werde ich angegriffen? Bisher noch nicht. Ich finde es interessant, dass die Viecher übrigens nur mich angreifen und sich nicht gegenseitig. Da vorne ist wieder ein Wegweiser. Und da ist übrigens ein interessanter Baum. Baum. Hier ist irgendein großes Viech, das so Geräusche macht. Ich weiß, ich sag das jetzt schon zum 5. Mal, aber ist doch so. So, wo geht's da hin? Margan, Aldrun, Blackmoth, Caldera und Gnisis. Will ich nach Margan eigentlich? Nein. Ich denke, wir laufen mal nach Gnisis. Hallo, du Nixhund. Das war wohl nix. Da, da, da. Da, da, da.